Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Raft. Die Chi ist genderfluid, die hat sich mal eben... Ja, genau, da hast du nichts mehr, Chi. Ne, da ist nichts mehr. Doch, da habe ich Bubis. Ja. Ich habe hab ein bisschen... Aber ich dachte, du wärst jetzt ein bisschen tiefer. Guck mal, da vorne ist ein Floß, Chi. Ich hab Durst. Dann trink doch was. Tue ich doch schon. Meine Güte. Ja, wir sind wieder bei Raft, Freunde. Achso, hallo! Ich habe noch gar nicht hallo gesagt. Au, ach, du hast da Besuch von einem Hai übrigens. Ja, ich wollte hier nur mal. Bitte, tschüss! Nein, wo bist du da? Au! Ah, so. Hä? Wo ist das Floß hin? Oh, das ist runtergegangen. Ja, das sinkt doch. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, vielleicht, weil du dich über dieses Spiel informiert hast. Na, Quatsch. Unser Metallbarren ist übrigens fertig, Chi. Ja. Sehr cool, ne? Gut. Sehr gut, ja. Was so, ich mach hier mal ein bisschen Fleisch. Was wollten wir denn heute... Alter, nimm doch den scheiß Becher aus der Hand. Ein Becher? Mann. Was hast du denn mit der Becher? So, oh, Scharnier können wir jetzt machen, geil. Netzwerfer. Aha. Bolzen. Wir können jetzt einiges machen. Metallspeer. Metallpfeil. Fortschrittlicher Grill. Sehr geil. Schwere. Oh Mann, wir brauchen für alles natürlich stationäre Angriffe. Wir brauchen natürlich für alles Metall. Ja, natürlich. Oh, eine Schaufel. Wo brauchten wir die Schaufel beim letzten wir Mal? Wir brauchten die Schaufel für irgendwas. Aber für was? Frag mich was Einfacheres. Oh, dammit. Da kommt ein Hai. Pieks. Oh. Nein. Nein. Was machst du denn? Ich habe versehentlich einen rohen Geflügelschenkel gegessen. Das ist doof. Oh. Wenn ich das mal so. Insel voraus. Sollen wir da hin paddeln? Oh ja, Holzständer. Nice. If you like, können wir machen. Okay. Können wir wieder ein paar Rohstoffe abkrabbeln. Ja. Chi, ich bin grundsätzlich unzufrieden damit, wie es hier aussieht. Ich fühle mich damit nicht gut. Ja, dann mach halt was. Das werde ich auch tun. Ich wollte, glaube ich, hier oben noch ausbauen, ne? Was habe ich denn da nochmal genommen letzte Mal? Stabiler Holzboden? War das haben das? Haben wir den Anker? Nee. Glaub nicht. Ja, das ist Anker? Das ist jetzt gerade scheiße, ne? Chief, wir schwimmen vorbei. Hast du Steine? Schnell! Nein, ich brauche noch einen! Nein, ich hab die mehr. Moment, Kisten. Warte, ich guck mal. Kisten. Ach, da. Ah, nee, das ist Metallerz. Ah, okay. Anker, wo ist er? Da. Tschüss, Insel. Hab ihn. Hallo, Insel. Wow, wow. Hey, da können wir ja wohl rüber paddeln, oder? Das ist ja easy. Ja, sag das mal dem Hai. Ja, ich bin auf der Insel. Ach, ich muss da echt immer... Oh, okay. Ich habe vergessen, dass ich da immer wieder klicken muss. Jetzt! Mach doch den Baum kaputt. Ich bin heute wieder in Rage-Modus. Ja, übrigens. Bestimmt gut. Ach du, dann kommen meistens immer sehr weirde Sachen bei raus, wenn du im Rage-Modus bist. Ja, meistens Beleidigungen für alle Anwesenden. Wofür brauchten wir nochmal Palmblätter? Wir brauchten doch die Palmblätter. Für die. Jetzt habe ich die Ananas gegessen. Für die Netze brauchten wir so viele. Ah, stimmt. Da brauchten wir. Weil ich wusste noch, für irgendwas brauchen wir nämlich so unglaublich viele Palmblätter. Ja. Boah, eine Angel kostet einfach 8 Seile. WTF. Ach ja, und für Seile brauchten wir die.
Leck mich an die Füße, ey. Das ist doch nicht wahr. Wo sind denn überhaupt Seile? Hä? Ach hier. Hol ich mal ein paar. Ich mach mir mal eine Angel, ne? Ja, ja. Metall, sehr gut. Hervorragend. Oh, oh, Luft, 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 Luft. Haben wir noch einen Bolzen irgendwo? Bestimmt, muss man in die Kisten gucken. Nee, leider nicht. Ich habe überlegt, ob ich mir eine Metallangel mache. Dafür brauche ich nur exakt einen Bolzen. Oh, ich habe ganz, ganz viel Durst. Oh, ich habe Bolzen. Du kannst dir eine machen. Aber ich baue erstmal Metall ab. Was habe ich denn jetzt alles wieder rausgeschmissen? Gut. Nein, was bist du denn? Ach so. So. Hm. Bisschen Essen. Da. Oh! Blub, 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 blub. Hä? Was passiert bei dir? Nix. Ach so, klar. Ja, eventuell wäre ich fast ertrunken. Mach mal nicht so ein Draber draus hier. Was du machen tust, habe ich gefragt. Sterben. Hier könnte man theoretisch auch nochmal... Haben wir noch Holz? Wir haben so viel wie Plastik hier gerade. Ach so. Wir haben kein Holz. Blub, 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 blub. Ja, ist okay, ich hab's verstanden. Ich ertrinke. So. Mhm, so, dann kann man nämlich hier noch etwas lang bauen. Ah, sehr schön. Dann haben wir nämlich hier oben bald ein bisschen Platz. Hui. Dann würde ich da noch ein schönes Geländer hinbauen. Kupfer, jawohl. Kupfer. Du machst das schon da drüben, ne? Ja, 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 ist gut. Oh, blub, 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 scheiße. Hier, die kann ich mal eben ernten, dann kann ich nochmal neue einpflanzen. Zack, Alter, wie schnell einem diese scheiß Luft ausgeht. Ist das so? Ich hab das gar nicht mehr so im Kopf. Übelst schnell. Bis ich unten bin, ist schon wieder die halbe Luft weg. Wie tief tauchst du denn? Hast du kein Problem mit dem Hai, sag mal? Nö. Der ist weg. Aber jetzt muss ich auf die Insel zurück. Oh, stimmt, das ist bei mir. Warum chillt er denn bei mir rum? Ja, damit er mir nicht auf den Sack geht. Ich meine, kann er ruhig machen, ne? Also. Ich muss kurz. Er hat auch noch bisher nicht unser Floß angegriffen, muss ich gestehen. Vielleicht macht er heute einen ruhigen mal ausnahmsweise. Ja, bin ich absolut dabei. Ist, finde ich gut. Was bist du denn? Ach, soll das immer eine Mango sein? Stein. Ach, nee. Was habe ich da hinten verloren? Oh, ich glaube, der Hai kommt. Der ist gerade sehr auf Tour Richtung Insel. Oh. Ja, dann gehe ich mal an den Strand. Huah, ja, da ist er, ja. Aua! Arschloch. Der Beistabil muss ja aufpassen. Ja, und ich bin ein bisschen tot. Ha. Du musst mich ablösen für die Insel. Echt? Ja, ich bin ein bisschen tot. Naja gut, ich bin ab... Naja gut, mittlerweile bin ich wieder geheilt. Hi. Wir könnten aber auch mal so einen Haiköder machen. Könnten wir nicht, weil wir haben. Ja, ich habe die Fische, oder sowas, ja, ne? Ich habe die leider nicht. Ah, dammit. Oh, alles voll mit Melonen, cool. Die Frage ist jetzt, ich weiß gar nicht, wo du gewesen bist. Auf der Rückseite. Also auf der Seite uns nicht zugewandt. Aber da war noch einiges, also. Okay. Die Frage ist, ob ich da jetzt mehr Erfolg habe oder ob ich sofort weggesnackt werde, wenn ich ins Wasser gehe. Ah ja, schon, hier ist ein bisschen was. Ich sehe halt den blöden Hai gerade gar nicht. Ich guck, bevor ich da jetzt irgendwie anfange, was abzubauen, gucke ich erstmal, ob ich ihn hier irgendwo sehe. Nee, der ist bei dir. Oder ich bei mir sehe überhaupt nicht. Okay. Aber ich muss ja echt mal sagen, ich bin doch ein bisschen froh, dass wir nicht mit der Facecam aufnehmen. Weil ich echt dämlich gucke die ganze Zeit. Ja, ich auch. Ah,
das hier? Eine Riesenmuschel habe ich gefunden. Glückwunsch, glaube ich. Nom 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 nom. Oh, nom 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 nom. Hast du Steine und so auch mitgenommen? Ja. Was hast du dir denn vorgestellt, hier unten umzugestalten? Weißt du das schon? Also ich wollte ganz gerne die ganzen Kochsachen vielleicht mal nach oben packen. Stimmt, ich gerne mal. Oh, Inventar ist voll. Oder? Ich schmeiß mal 2 Rüben gerade weg. Dann nehme ich lieber hier an. Oh, kann ich nicht auch mitnehmen. Eine Kokosnuss tue ich weg, dann nehme ich lieber Kupfer mit. Also ich kann leider nichts mehr mitnehmen, weil ich bin voll. Ja, das Problem hatte ich vorhin auch. Hast du noch Planken? 2. Ah, ja, ich brauche nicht mehr. Okay, wenn... Du kriegst dafür Bolzen. Ja, sie wollen tauschen. Ja. Aha. So schaut's aus. Warte kurz, ich komme gleich wieder, weil ich, wie gesagt, eh dann voll bin. Stack das jetzt gerade nochmal hier so ein bisschen mit den Sachen, die ich angefangen habe. Ach ja, hallo, hi. Da in die eine Richtung, da nach... Insel nicht zugewandter Seite. Oh, ich verliere hier schon wieder Sachen. Was ist das hier? So, dass ich die Sachen nicht weggeworfen habe. Du Sau! Ich komme mal zurück, weil, wie gesagt, ich bin voll. Ja. Da ist irgendwas. Wir müssen da mal hinpaddeln. Wo ist was? Ach, hier in die Richtung, in die Richtung. Da blitzt hin und wieder so ein Türmchen auf. Aber das bewegt sich nicht. Also, ich sehe da ehrlich gesagt gar nichts. Ja, das blitzt nur hin und wieder auf. Du meinst, da ist was und kein Anzeigefehler. Ja. Ich bin mir aber unsicher. Ganz sicher. hier, ich geb dir mal eben da. Ja, da. Geil. Vielen Dank. Kann ich nämlich jetzt hier eine Angelrute bauen? Ich hab uns da was. Ich stell's zum Ofen. Das wird die Ofenkiste, ja? Eine große Kiste! Ja, weil da können wir jetzt nämlich die ganzen metallbaren Kacke reintun. Kupfererz packe ich da auch mal mit rein. Ja. Kann man. Ich pack da Sand auch mal mit rein. Ich glaube, Sand kann man Sand nicht auch zu Glas machen? Normal oder sowas? Schon, ja. Also wäre für mich zumindest eine logische Schlussfolgerung. Ich pack da Ton auch mal mit rein. Das gehört ja irgendwie für mich auch dazu. Ja, es sind Erze, ne? Ja, zumindest ein Bodenmineral, wenn du so möchtest. Erze wäre, glaube ich, nicht so ganz korrekt. Ja, ja, das, was wir halt an den Inseln auf dem Boden finden. So. Ach so, Erze von Erde. Ja. Oh Gott, das ist ganz Erze. Ich hab Durst, schon wieder. Ach, du auch gerade. Ja, ich glaube, das ist, hier müssen Planken rein. Hier kam nichts. Oh ja, ich habe keine mehr. warte, hast du sehr viel Durst gerade? Ich glaube wohl, ja. Wenn du läufst. Hier, bisschen. Nimm diese Wassermelonen, die bringen dir auch ein bisschen Flüssigkeit. Vielen Dank. Bisschen Flüssigkeit. Ich weiß nicht, wie viel die bringen, aber ich glaube ein bisschen zumindest. Hälfte voll. Okay. Haben wir dich irgendwo... War das nicht eine Essenskiste? Ach, geh doch aus der Scheißkiste raus. Ach, da. Okay, pack ich die da rein. Ich glaube, das ist noch nicht wirklich sortiert, oder? Doch, die da vorne ist eine Essenskiste, da wo du gerade reinschaust. Da sind exakte Mundo 2 Essenssachen drin. Oh, ja, eine Essenskiste. Das sind mehr eine Ingredienz. Gut, ich pack da mal rote Beeren rein, dann ist da jetzt noch eine Essenssache mehr mit drin. Ich habe ja nämlich noch Sand drin gefunden, den können wir nämlich hier stacken. Sollen wir mal weiterfahren, damit wir wieder Sachen sammeln? Das klingt nach einem guten Plan. Okay. So, dann paddle ich wieder
Yo ho, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Wie dieser Fass. Dann sind wir Kackmöwen. Halt, 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 in die Richtung. In die Richtung. Ja. Vielleicht noch ein bisschen. Ich hab keine Planken mehr. Ja, es kommen wieder Planken. Wollten wir uns nicht auch ein Ding bauen? Achso, ja, ein Ding wollten wir uns bauen. Segel. Wie macht man ein... Ja, ich glaube, jetzt wo du sagst... Wie findet man das denn? Stirb! Ja, Kackmöwe. Geil! Komm her! Aha. Okay. Da nicht. Ach, guck mal, beim Segel findet man ein Segel. Sowas. Was? Was? Das ist krass, ne? Okay, ich muss mal hier ein bisschen aufsammeln. Also wir brauchen auf jeden Fall Planken. Ja. Das ist wichtig. Planken. Planken. Palmblätter. Okay, dann fahren wir da. Oh, da ist ein Floß voraus. Das wäre sogar direkt auf uns zu. Das Floß auf uns? Ja, das Floß auf uns. Hui! Aber das ist ja nicht mal annähernd. Zack, zack. Zack. Ich brauche Planken. Oh, ich benutze ihre Putt-Putts immer so schön. Bitte, 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 bitte. Oh, eins zumindestens. Hier wieder ein Geschenk habe ich gefunden. Eine Ablage. Sehr schön. Okay. Ja. Warum verrecke ich eigentlich schon wieder? Das ist eine nervige Angewohnheit von meinem Charakter. RL meinst du jetzt oder in-game? In-game. Gut, das ist. Ich finde die Frage ist valide. Ich traue mich noch nicht auf das Floß zu schwimmen, weil bestimmt das Arschlochkind von Hai da ist. So, ich schwimme mal auf den Floß. Let's go! Ah, sieht gut aus. Hai ist nicht zu sehen. Juhu. Ach, der ist hinten am Floß gerade und vergnügt sich da. Hui! Oh ja. Gutes Timing. Ja. Aber alles. Ich habe leider nicht mehr erwischt. Weil er ganz am anderen Ende des Flusses war. Ich hab Kamin. So. Kann ich jetzt endlich so... Nein. Natürlich nicht. So ein scheiß Blatt fehlt mir. Beziehungsweise 6 davon. Sechs. Ja. Ach so, warte mal, wenn du Blätter brauchst. Hier. Ich hab sogar 3x6, ist auch 18. Vielen Dank. Genauso mag ich's. Was? 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 Okay. Ich habe ein Segel hergestellt. Das packe ich am besten hoch, oder? Ich sterbe schon wieder. Ne, pack's erstmal runter, weil oben ist ja noch gar nicht fertig. Das kann man ja, glaube ich, wieder abbauen und neu bauen. Aber hast du eigentlich schon wieder Durst, oder was ist mit dir? Niemals, ich doch nicht. Ich pack's da hin. Mit deinem Finger auf mich. Ja, weil du schuld bist. Pass mal auf, ich hab da Arme in der Hand. Ich
will nicht, dass du deinen Hammer in der Hand hast. So. Ich habe ein Segel gebaut und jetzt muss ich mich kurz darum kümmern, nicht zu sterben. Einen Moment, bitte. Oh, warte, ich trinke mal eben was. Sekunde. So ein Arschloch. Nein, ach, Quatsch. Ah. Ich fühl mich so nutzlos, ehrlich gesagt. Man kann so überhaupt nichts machen, weil man die Hälfte der Zeit einfach nur wartet, bis irgendein Zeug reinkommt. Alter, ich hab ja voll den Stress, ich sterb schon wieder. Warum? Was machst du eigentlich immer? Ja, Durst, Hunger, Pipi, kalt, alles. Ja gut, du spielst aber auch eine Frau, also von daher. Sexismus. So. Aber auch Realismus. Frauen fühlen sich jetzt, oder sind wieder Quallen. Frauen fühlen sich jetzt wieder angegangen, aber nicken gleichzeitig bedächtig mit dem Kopf. Niemand, keine Frau nickt da bedächtig mit dem Kopf. Ah, ich war mir da nicht so sicher. Ich geh von meiner Töffi weg, das ist meine. Sollte man vielleicht auch anheizen. Oh, Töffi ist jetzt sogar fertig. Habe ich keine? Achso, doch. Oh, Töffi. Ich habe hier schon wieder ein Geschenk. Was haben wir hier drin? Ein Stuhl. Möchtest du mal meinen Stuhl sehen, den ich gemacht habe? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich hab mir Mühe gegeben. Ach, das glaube ich dir. Okay. Was sagen denn die Planken? 16 Planken. Ah. Ich repariere erstmal hier die Lichtstellen wieder, bevor ich oben weiterbaue. Wie rum fahren wir denn jetzt? Das ist falsch, Ruchi. So würden wir quasi wieder rückwärts fahren. So rum ist besser, ja. Okay. Möwe! Ja, ich habe kurze Ruckler, deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich richtig bin. Hä? Schon wieder so ein Deko-Paket, sag mal. Was ist das denn? Was hab ich denn von Flagge? Möwe haut ab. Super. Ja, richtig so, Mistviech. Ich wollte die aber noch ausnehmen. Oh nein. Nein. So. Sehr gut. Warum ist eigentlich mein Inventar schon wieder voll, sag mal? Ach, das geht mir auch die ganze Zeit so. Zum Kotzen. Oh Mann, ey. Ach, hoppala. Ja, echt mal. Vor allem auch unnötig. Huch, guten Tag. Was hältst du denn davon, wenn wir vielleicht die untere Etage, Chi, auf lange Sicht gesehen zu einem Lager umbauen? Können wir gerne machen, ja. Weil ich sag mal, hier fallen, kommen ja auch immer die ganzen Sachen an, dann... Was tun wir jetzt schon wieder? Essen. Ja, hasse dich. Ist hässlich. Und fett. Kai. Aber da... Ist auch viel dran, was wir essen können, wenn er fett ist. Das stimmt. Aber ich hätte auch mal wieder Bock auf Fisch, ne? Okay, warte, da kann ich doch Wände bauen, oder? Ja. Frage ist, wollen wir von der Grundfläche her noch größer werden? Ja, ja, ja. Dann sollten wir vielleicht eher Boden bauen, ne? Kann ich irgendwas auch wieder abbauen? Ja, ich glaube, wenn du halt Rechtsklick gedrückt hältst, dann gibt es bestimmt irgendwo Abreißen oder sowas. Ja. Ne, ich glaube mit. Nee, ich glaube mit der Axt. Ich habe gerade. Ich habe keine Axt. Ich habe ganz professionell meinen Haken gegen die Wand geschmissen. Soll ich das vielleicht mal machen? Ich bin dein Mann. Ja, ja, bitte. Ich habe keine Axt gerade. Danke! So, ey, ich hab die Planken rausgekriegt, geil. Ein großer, starker Mann. Ja, ich muss mal die Planken hier mitnehmen. Verzeihung. Ja, aber zumindest hier oben schon mal wieder weiterbauen.
Ja, dann mache ich doch die untere Etage, du die obere. Ist das ein Deal? Ja, Wahnsinn. Vor allem, weil ich pro Bodenstück 6 Holz brauche. Ich komme rasant voran. Ich habe immerhin gerade 3 geschafft. Wow. Das Problem ist, ich werde ja die, weil ich da nur Holz für brauche, werde ich ja die, die Plastikstücke gar nicht los. Ach, ich werde die aber los, alles gut. Ich brauche ja Plastik dafür. Ich brauche jetzt dann auch wieder ganz viele Palmblätter, weil ich gerne nochmal eine Reihe Auffangnetze machen würde. Was sagst du dazu? Ich sag dazu, das ist eigentlich ganz gut. Die Frage ist, ob wir da nicht vielleicht diese kleinere Reihe Auffangnetze dann abbauen wollen und nach außen packen. Nee, weil wir brauchen ja für innen drin auch was. Ich würde die so, also ich würde das untere Floß ungefähr so breit machen, wie dieser Müllstrom läuft. Und dann, weißt du, und dann vielleicht auch hier so Seitendinge noch rausmachen und dann kommt da nochmal ein großer Kreis. Weißt du? Ja, mach mal super. Du wirst schon sehen, es wird super. Und wenn es nicht super ist, dann ist es nicht super. Dann mache ich es neu, okay? Ja, schön. Gut. Ja, alles wieder abreißen, neu bauen. Super. Klasse. Kennen wir doch von Minecraft. Ja, nur bei Minecraft kannst du ein bisschen leichter bauen, glaube ich. Und brauchst nicht ganz so viele scheiß Ressourcen. Ach, Quatsch. Ich habe in Minecraft immer nur mit den Sachen gebaut, die man leicht kriegen kann. Weil ich keinen Bock hatte, mir diese aufwendigen Sachen ranzuholen. Außer diese Glowstones heißen die, glaube ich, die so leuchten, ne? Ja. Die musste ich leider aus dekorativen Sachen immer einbauen. Da musste ich halt immer in den Nether. Und ich fand diese... Wie heißen diese fliegenden Köpfe da nochmal, die Feuer spucken? Ghasts. Ja, genau. Oh, die hasse ich ja so. Ghasts sind so putzig. Nein, die sind doch voll. Erstmal finde ich die voll creepy und zweitens auch voll scheiße. Nein, die sind voll putzig. Ich hasse sie. Nein, die sind putzig. Ich hasse sie. Ach, damit. Welche ich nicht mag, sind die scheiß Fledermäuse. Fledermäuse? Ja, die sind auch im Nether. Die Feuerfledermäuse, die was anfangen zu explodieren random neben dir. Doofen Pisser. Ich weiß nicht, ob ich so tief in dem Nether drin war. Na, die sind ganz am Anfang schon da. Aber es kann gut sein, dass du die nie mitgekriegt hast. Okay. So. Ich weiß nicht. Was brauchen wir eigentlich noch alles? Ich muss mir auch mal wieder einen Haken machen, sehe ich gerade. Die Sache hat, glaube ich, einen Haken, oder? Auch natürlich dafür ein Holz. Insel übrigens. Ja, die habe ich vorhin auch schon gesehen. Müssen wir aber nicht unbedingt mitnehmen, oder? Was denkst du? Nö. Auf der Insel, was können wir auf der Insel Tolles finden? Ich meine... Oh, jetzt ist mein nur Erze, Mann. Aber ich glaube aktuell haben wir doch... Noch nicht so den Erz gedacht. Probleme Geh gerade. Weg! Stirb! Oh, kann ich mitbekommen. Wie kann ich den denn reparieren? Achso, ich brauche Holz. Beim Hammer und dann ganz unten ist reparieren. Ach so, da. Hab ich das jetzt? Nein. Ach so, mir fehlt eine Planke. Hoppala. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja. Also zumindest ein Ding habe ich. Schweres Dekorationsding. Ja, irgendwie werden wir voll zugekackt damit. Naja, irgendwann haben wir es aber alle. Das stimmt. Ich würde so. Weißt du, ich würde gerne was anderes bauen, als immer nur diese scheiß Planken da oben drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich würde gerne so dekorative Elemente bauen, aber das so kann weit ich halt sind erst, wenn wir der halt noch nicht. Ist scheiße! Das ist doch für den Zuschauer voll langweilig. Ist doch. Cheap. Wir bauen denn einfach das Schiff komplett offscreen. Was hältst du davon? Nein. Das ist bescheuert. P hat einfach nur 10 Folgen hinterher. Ja, wir haben jetzt alles offscreen gemacht. Sorry.
Ja, also willkommen zu Raft Folge 3. Wir haben das Spiel zwischenzeitlich kurz durchgespielt für euch. Das haben wir offscreen gemacht, weil es sowieso nicht so interessant ist. Alter, wenn wir Farm Together gespielt haben über dutzende Folgen, dann kriegen wir auch das hin. Farm Together war cool und du hattest immer was zu tun. Und nicht die ganze Zeit immer nur scheiß warten, bis hier Planken ins Netz gehen. Ich habe eine Weltkugel gefunden, ach, da. Ich habe erst gedacht, du hast. Das sah erst aus wie eine Bombe im Augenwinkel. Ja. Ja. Ich habe sogar fast die Außenreihe. Und dann kommen noch mal Netze. Damit hatte ich ja beim letzten Mal so viel Spaß. Freue ich mich schon wieder. Eins. So. Noch zwei Planken und dann habe ich es wieder. Und was ich auf den Grill legen kann. Was war denn dein Favorit vom ESC 2023? Zypern. Break a Broken Heart. Und was ich auch sehr, sehr geil fand, was ich auch, muss ich gestehen, sehr häufig höre im Moment. Cha-Cha-Cha. Ja! Ich lieb's! Oh, ich liebe es! Ah. Das ist so da, gut. Da, 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 da. Cha, 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 da, 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 da. Vor allem, wie das am Anfang, das so richtig so. Ja! Und dann, dann hat das einfach so richtig diese Wendung, dieses Lied, dann einfach so. La, 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 la. Liebe cha, cha, das ist so richtig so ein. So, ja, echt, das ist einfach so. Aber ich liebe es einfach. Ja, das hat ungefähr so gefühlt 30 Stimmungen in dem Lied. Ja, vor allem, ich fand's schade, dass sie nicht gewonnen haben. Ja. Das ist ja ein Zweikampf zwischen Finnland und Schweden gewesen. Ja. Ich meine, es ist nicht so, dass Schweden war nicht schlecht, aber ich fand das Lied jetzt ehrlich gesagt, meine persönliche Meinung, nicht so geil, dass ich sage, hey, das war auf jeden Fall etwas, was ich finde auch, vorne mit dabei ist. Die Jury-Votings waren da nicht. Ja, ach, die. Ja, ich meine, das Thema ist halt, das Thema ist, die Jury bewertet solche Geschichten natürlich nach, das sind ja alles Experten in Anführungszeichen, die da drin sitzen. Die gucken ja auf ganz andere Dinge wie ein Laie, sage ich mal. Der Laie guckt, was ist toll, was hört sich gut an und geht jetzt gar nicht mal so nach, oh, er hat aber den Ton da richtig gut getroffen und das ist in der Kombination mit dem und das ist so, ja, toll und hier. Und die Szenerie in Zusammenspiel damit. Oh, ne? Ist das hier bewusst, dass das hier frei ist? Ja, habe ich gerade gebaut. Brauche ich. Ach, okay. Gut, sonst hätte ich das nämlich jetzt zugebaut. Aber... nee, habe ich gerade aufgemacht. Was ist denn dein Favorit gewesen? Finnland und Norwegen. Also Cha-Cha-Cha und oh, Queen of Kings war auch. Ja, gut, ja. Oh, das höre ich schon seit Wochen. Wo ich einfach diesen verdammten Ohrwurm von dir habe. weil ich immer das Chi mit C-H-I mir vorstelle. Und das passt auch 1:1 da rein. Ja. Ich war Part vom ich war Ghostwriter. So. Ah, muss ich mal gucken, ob du da irgendwo in den Lyrics mit auftauchst, ja. Oder so in den Quellenangaben oder so. Übrigens, nächste Folge würde ich sagen, ne? Ach so, sind wir schon. Oh ja, Tatsache. Ja, ich wollte nicht die Diskussion gerade beim ESC unterbrechen, aber die kommt safe gleich wieder in der nächsten Folge. Okay, ja, war gerade noch ein ganz hässlicher Fisch gewesen. Okay, dann machen wir jetzt ganz schnell Pause und direkt weiter, ne? Ja, warte, oh, da kommt eine Kiste, die hole ich mir nochmal schnell. Das ist eine große. Will ich nicht vorbeiziehen lassen. So, aber ja, wir können dann sagen, nächste Folge, liebe Freunde. Danke auch heute wieder fürs dabei sein, auch wenn nicht allzu viel passiert hier, aber naja, die Raft kennen, die wissen ja, wie dieses Spiel abläuft. Mhm. Da ist am Anfang halt sehr viel Sammeln und so weiter. Wir spielen übrigens ohne Mods, muss man dazu sagen. Also, ja. Ich habe zwar mal drüber nachgedacht, Chi, ob wir uns vielleicht mal Mods installieren sollten. Aber ich würde vielleicht sagen... Oh, späteres Gameplay. Genau, ich würde es vielleicht auf etwas später einstellen, ja. Wenn wir, ich sag jetzt mal, die wesentlichen Sachen geschafft haben und wenn es dann wirklich nur noch stumpfes Grinden ist und wir im Prinzip nichts anderes machen können, außer zu warten, bis hier Sachen reinkommen. Jetzt im Moment haben wir ja noch ein bisschen Abwechslung mit dabei. Dann kann man drüber nachdenken, aber jetzt für den Moment erstmal ohne Mods. Das ja, sehe ich auch gesagt. So.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Raft wieder. Und schön mit dir. Ja, dann geht's weiter mit Bauen und so weiter. Und schauen wir mal. Ne? Ja, von mir auch. Tschö. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.